Mal spannend jetzt, wie Ich das auch. ausschaut. Oh, wir haben noch zwei andere mit drinne. Wahrscheinlich, wenn wir darauf ergänzen gedrückt haben oder da stand irgendwas. Du eigentlich da hinten irgendwo? Nice, Alter. Alter, die Mucke. Die Mucke. Jo. Ist ja unnice. Ah, oh, lass das mal ein bisschen warten. Also, Map ist normal. Ja. Wir haben schon Marker gesetzt. Wollen wir da mit hingehen? Nee, wir machen ja unser eigenes Ding, oder? Dann lass mal in die Wailing Woods. Alles klar. Oder? Da oben raus. Ja. Leertaste. Ja. Kannst du übrigens, wenn du jetzt einfach mal Leertaste drückst, kannst du den auch wieder wegstecken, den Fallschirm. Also kannst du den immer hin und wieder her machen, weißt du? Ja. Nicht so wie bei Player Unknown, wo der einfach draußen bleibt, sondern du kannst ihn auch wieder wegstecken. Oder ist auf jeden Fall noch ein anderer Typ. Ich gehe mal hier vor an so ein. In das Haus. Siehst mich ja von mir mehr fährt. Bam, bam, bam. So, jetzt habe ich hier eine Pumpgun. Ich hoffe, da sind zwei Waffen drin. Natürlich nicht. Machen wir schon mal alles kaputt hier. Machen wir schon ein bisschen Holz. So, mal was probieren. Ah, mit F. F1. 2. Jetzt habe ich da eine Wand hingestellt. Noch eine. Alles klar, gut. Komm ich hier wieder raus. PTF, Alter. Wozu? Kannst du ja auch mal eine Dings vor. Vor allem, wenn du Q drückst und dann rechte Maustaste, kannst du sogar das Material ändern. Kannst du ja wahrscheinlich stärkere Wände bauen. Stein oder irgendwas. Nochmal. Ah, hier gibt's Metall! Schau mal, die sind gar nicht so schlecht von der Zone. Lass mal hier vorgehen, vielleicht zu den Häusern, dass du auch nochmal eine Waffe kriegst. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch Metall. Ja, da kannst du schöne Metall-Dinger bauen. Ich würde hier mal gerne übelst hoch bauen, ne? Übelst weit nach oben. So, hier ist natürlich auch nichts drin. Na, ich mach jetzt zu den Häusern. Komm mit. Rückendeckung. Also man kann auf jeden Fall nicht so Flint Kim McCorn mäßig zoomen, sondern nur so Third Person halt. Hm. Das geht nur bei Snipern, also so ähnlich wie bei Counter-Strike halt. Ich glaube, hier wurde schon gelootet, wa? Jo, hier wurde schon gelootet. Hier sind die Kisten offen. Na, gucken wir mal in das nächste. Oh, einer von uns ist irgendwie gestorben oder so. Oder ausgenockt. Oh, ich werde angeschossen. Ich weiß nicht von wo. Ja, ich guck mal gerade noch hier, ob ich noch eine Waffe finde. Ich hab nicht mehr viel Leben. Oh, ich hab eine Waffe. Der ist im Südosten. Süden, Südosten. Du hast einen anderen Haus drauf gewesen gerade. Der kommt jetzt bestimmt hier durch rumgelaufen. Lauf mal wieder zu dir. Und unsere Mates sind schon mal hin. Was schaut. Ah, ich bräuchte irgendwie Hitpack oder sowas. Aber so sieht schon ganz nice aus, so, ja? Ja. Bis hier und. Schöne Umgebung.
Hast du was? Ich hab eine Waffe auf jeden Fall, ja. Das ist schon mal nice. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich nicht mehr viel Leben. Ich habe noch 30 Leben. Das war vielleicht. Ach, was für ein Tick. Klo. Okay. Wo ist denn der Typ? Hast du es gesehen? Ja, der war hier jetzt westlich von uns in so den Häusern drin. Weiß nicht, wie das mit der Zone aussieht. Ob die schon kleiner wird. Ne, in 17 Sekunden wahrscheinlich. Das steht da rechts unter der Minimap. 52 Leute noch. Skills und. Das. Wow! Alter, Scheiße, das war ein Sniper-Schuss. Kannst du zurück? Da oben ist er beim Haus, ja. Guck, kannst du mich wiederholen noch? Ja. Probier's mal. Scheiße. Okay, wurde auch weggeballert. Das war wahrscheinlich ein heftiger Sniper, yo. Hatte einen Sniper, ja. Diese Mucke macht mich fertig, Alter. Ja, auch in den Bus gucken eigentlich? Ja, irgendwie nicht. Vielleicht immer nicht raus. Wo wollen wir abspringen? Loot Lake? Ich weiß nicht, was Loot Lake ist. Oder, ich weiß auch nicht, wie weit man fliegen kann oder so. Ja, dann lass mal hier ans Ufer gehen irgendwo. Mal angucken, okay, wie das da aussieht. Von Loot Lake. Mal zu einer so einem kleinen Häuschen. Auch gleich hier in seinem Haus. So, du willst lange jemand hier auf dem Boden kommen? Nee. So. Da ist schon mal nichts drin. Metall. Auch Steine. Kommt. Du bist ein Stück weit weg. Ich weiß auch nicht, ob es sowas wie Fahrzeuge gibt. Mal schauen. So, was ist denn das? Achso, das ist wahrscheinlich die Ding. Ja, wie kommt man hier hoch? Ich hab's nicht gemacht. Wenn dann rein. Holz. Komm ich hier hoch zum Fick? Nicht. Überhaupt geht. Ich komme in deine Richtung. Ich habe zwar noch nichts. Ich habe eine Shotgun und eine M16 oder wie man es nennt. Da ist noch ein Haus. Da ich dir erstmal hin. Könnt ihr mir doch eigentlich jetzt da hoch irgendwas bauen? Wenn ich da hochkomme. Ah. Eine Schrift. Jetzt reicht's für diese eine, für das letzte Ding nicht, oder was? Gut. Packen wir noch einen Baum. Und dann, ich hab mir eben nämlich so eine Schräge zu dir hochgebaut. Mal gucken, wie weit das funktioniert. Ich bin auch nicht da, ich bin hier unten. Ach, du bist schon unten. Siehst du meine Schräge hier? Mein ja. Ding? Material ändern. Na gut, das war ja auch nicht mal so clever. Ich werde jetzt runtergefallen bin. Aber gut, es funktioniert. Was passiert, wenn ich aufschieße? Nichts. Bisschen weniger. So. Man muss mal gucken. Am besten gehen wir mal ein bisschen plus abwärts. Vielleicht finden wir noch hier so ein paar Bäume. Dann hack ich hier mal den Baum um. Und dann bauen wir uns da mal was hoch. Mal gucken, was da oben drin ist.
Nee, von der anderen Seite hätt's. Na, doch, ja, kannst es ja kaputt hauen, wahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Schon Material. So. Und was ist es? Halbautomatische Schrotflinte. Mhm. Jetzt mal aufgenommen. Aber nicht sehr viel Schuss. Und noch Stahl. Könnten uns auch eine richtige Stahlfestung bauen, eigentlich. Bin da drin verkämpft. Und wo kamst du denn? Von hier? Ich kam von oben, halt vom Fluss kam ich. Oder hier hinten auch noch Häuser sind? In der Zone eigentlich ziemlich mittig. Dann hab ich ihn. Alter Scheiße. Da läuft ja übrigens geradezu. Oh ja, ich seh's. Aber ich weiß nicht, ob ich den von hier treffe. Ah, doch, ich hab mir hittet. Hat einen Hitmarker drauf. Drauf pushen. Aber der hat 23, also er hat auf jeden Fall, ich habe jetzt blaue Zahlen gehabt, das heißt wahrscheinlich, dass ich auf Rüstung schieße. Da hatte ich eine 23. Also wir können uns ja, könnten uns hier auch immer sowas bauen, so ein kleines Versteck oder so, also so eine Wand halt, um uns vorzuarbeiten. Ja, ich dachte mal, klar, komm her, dass ich das mal die richtige nehme. So clever ist sie. Ich noch drauf, was ich hier gerade mache. So. Hier haben wir meine Mauer hin. Was ist denn noch hinter dem Stein da? Ja, der ist hier oben hochgelaufen in den Eck rein. Okay. Vermutlich pusht er gerade zu den Häusern. Ah, er muss eigentlich an uns vorbei. Jetzt wieder. Jo, guck mal, ich hatte da ganz. Oh, da wurde gerade ein Baum um mir fällt da hinten. Nordwesten 330 direkt. Sogar bei der Hütte wurde gerade ein Baum um mir fällt. Ja, da schießt. Ja, instant oder was? Willst du hier runterkommen? Ich bin tot. Ja, du bist aussehen auf nur, oder? Ja, ich stehe hier mal hinterm Baum. Ja, genau! Also das. Kannst du dich bewegen, wenn du ausgenockt bist? Ich bin hinterm Baum geklettert gerade, ja. Aber so, ich konnte ja nicht zu dir runterklettern, weil er mich sonst. Der muss ja irgendwo sein. Der schießt dumm, dass ich keine Scopes dran basteln kann. Auf. Ach, ich wurde von hinten abgeschossen, na geil. Scheiße, 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 scheiße. Eben. Schon. Ich finde das dumm, dass da keine Scopes sind, irgendwie so wirklich. Ja, weiß ich halt nicht, ob es sowas gibt oder ob wir die. Da hätte ich vielleicht meine Schrot haben müssen. Ich dachte, dass der jetzt schon so close ist. Wir probieren jetzt so weit wie wir können. Der weiteste Punkt, der entfernt ist, wäre hier oben. Das werden wir jetzt ausprobieren. Weil da sind, glaube ich, auch Häuser. Hoffe ich. Okay. Und letzten raus rausgehen, Neo. Hört man Geräusche drin? Nein, aber nur so eine Musik. Und so ein. Ach so. Wenn hier eine Waffe liegt oder so, kommt hier so ein übelst heftiges Geräusch. Was? Alter, ich hab eine Granate. Ja. Immer noch so ein Geräusch. Na geil. Ey, das ist ja. Hier ist aber keiner. Das ist einfach nur. Ach, weil da eine Kiste ist. Die Kiste machen Geräusche. Mal sehen, wie wir an die Rand kommen. Ach, was hinbauen wahrscheinlich. Drei. Ne. Was denn? Ja, da.
Was zum Teufel, wo ist sie hin? Wollen? Kann man die doch kloppen? Gut, Kiste weg. Das ist wieder so ein Kistengeräusch. Da oben. Yes. Der Kiste, hier kommt da rein. Aha. Was? Welche? Schildtrank. Irgendwas tickt hier. Ja, das ist, wenn die Zone kleiner wird, gleich. Aber wir sind supi eigentlich noch in der Zone drin. Passt eigentlich. Polizeiauto. Aber schade, dass man die Autos nicht fahren kann. Das ist ja doch lustig. Kann man nicht rein. Wärme. Ich weiß noch nicht genau, wie gut man hier Spieler sehen kann. Dadurch, dass man ja auch kein richtiges Scope oder nicht mal mit Kimme und Korn zählen kann. Da habe ich eine Schrot und Granaten. Bin jetzt bei dir. Erschrecken. Ich habe mir aus Versehen eine Steintrappe gebaut. Aus Versehen. Na hier. Oh, durch ein Loch gefallen. Ey, schon wieder. Ich mach mit. Also ich habe jetzt da von hier noch Häuser gesehen. Da vorne, die im Südosten. Ja. Dann lass da mal hin, vielleicht ist da noch was gut. Raketenwerfer, ne? Ich habe Raketen. Ich habe auch einen Schildtrank. Ich gebe mir den dann für ein paar Sekunden so ein. Nee, du kannst das Rüstungsding aufbauen. Also der in dem Dings hat sich den Schild dran gleich auf reingeworfen und dann hat der den Balken Rüstung dann voll. Und das ist dann wie so ein dauerhaftes okay. Schild, was dann da ist. Der trinkt den grad. Jo. Jetzt hab ich 50 von 100 Rüstung irgendwie. Genau, der ist jetzt dauerhaft. Ah, okay. Wenn du eine Shotgun brauchst, hier liegt noch eine. Shotgun habe ich tatsächlich. Liegt eine Pistole noch. Weiß ja nicht, wie. Was ist denn das? Einziehbare Bodenstacheln liegen hier rum. Echt geil, ich habe eine AKM, Alter. Ich habe jetzt hier Bodenstacheln gefunden. Das ist eine Falle. Keine Ahnung, wie fern die funktionieren soll. Wenn ich hier irgendwo. Ablegen. Keine Ahnung. Gucken, ob ich das noch irgendwo verwendet kriege. Oh. Brauchst du das? Ja. Ja, das wäre doch. Okay, das ist die Zone. Wir müssen jetzt moven. Ja, ich weiß, wollte nur gucken, ob hier wer rein im Move kommt, noch in letzter Sekunde. Ich habe jetzt hier so eine Bodenstachel, aber keine Ahnung, wo ich die legen kann. Das ist halt so eine Platte, so ähnlich wie man bauen kann halt. Aber wo man die drauflegen kann. Na, vielleicht für Fahrzeuge, wenn es wirklich mal welche gibt irgendwann. Ja, das könnte sein. Vielleicht patchen jetzt nach und nach mit rein, dass man dann das Fahrzeug hängen bleiben. So, ist eine ziemlich große Stadt. Dann sollten wir uns in Acht nehmen. Ja gut, aber wir müssen ja in die Zone. Da läuft einer. Okay. Unten bei uns hier. Wir pushen den mal um, soll ich sagen. So. Der hat einen Raketenwerfer vorgesehen. Wow.
Alte Scheiße. Ich hab keine Munition mehr. GG. Ey, was? Ja, ah, es sind halt Vierer-Teams. Ne? Ja, ich hab mich gewundert, wo die ganzen Leute herkamen, Alter. Stimmt, das sind ja Vierer-Squads. Oh, Matt. Ja, gut. Okay. Ja. Mit dem Zielen ist halt gewöhnungsbedürftig vom Player Unknown her. Finde ich auch irgendwie. Ja, gerade auf Entfernung ist es halt schwierig. Muss man sich vielleicht dran gewöhnen, aber so. Vom Gameplay technisch finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Vor allem, wie weit geht's hier runter eigentlich? Sehr weit. Ich habe leider nicht mehr Ressourcen, sonst würde ich noch weiterbauen. Weiß ja, ich nicht, ob wir uns bis jetzt in eine Zone reinbauen könnten. Na gut, bräuchte man halt hier noch Ressourcen, ja? Ja. Guck mal, das Länder hier wegkacke. Oh ne, da stehe ich drauf, das ist echt nicht so clever. Wird das jetzt alles zusammen, wenn ich hier so einen Pfeiler wegnehme? Nee. Nö. Okay. Eigentlich dürfte es sich zusammenfallen. Wie kann ich denn bei den Ressourcen wechseln, weil jetzt gerade auf Stein ist bei mir? Ach nee, doch, ich hab schon. Ich hab schon, ja. So, schauen wir mal. Wir werden mal sehr weit. Ja, wir müssen. Ich glaube, in 2 Minuten kommt doch die Zone. Mal gucken, wie weit wir kommen. Kannst du noch mit Holz kommen? Ja, ja. Ich hab jetzt 50 Holz nochmal. Gucken, wie lange das reicht. Ich hab kein Holz mehr. Ich muss es hier... Nee, hier! Zu mir runter, Hane! Oh. Bei uns gerade runter. Du musst das wieder abbauen. Kannst du das abbauen wieder? Ja. Du willst hier oben weiter. Nee, ich wollte da runter. Raus. Und dann würde ich mir jetzt angucken, wie es aussieht. Reason Bridge. Hier runter. So, ja, das müsste eine Wenn Schräge. Wenn das irgendwer ja. sieht, das muss so dumm aussehen. Das ist so eine Schräge, ja? Oder wie ist das? Ja. Aber wie kriege ich denn die gedreht? Was ist denn hier drehen? Mit R dreht man, glaube ich. Ja. Muss so. Irgendwie gucken. Nice. 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 Ach nein, ich habe kein Holz mehr. Ende. Dann hole ich noch was. Ey, scheiße, die Zone kommt. Scheiße. Was ist dumm? Na, sehen wir gleich mal, wie viel Schaden die Zone macht. Aber gut, das geht noch. Da geht's ja einfach alles. Nicht schaden. Was ist jetzt passiert? Ich hab das weggehackt, wo ich schon drauf stand. Ist der Fallschaden nicht drauf? Jo. Da ist er. Wo ist denn eigentlich unser Ding hin? Das ist jetzt weg, oder was? Ja, alles weg. Ach, weil ich das da gesagt habe ein bisschen, oder wie? Ja, oder weil du wahrscheinlich den mit verbunden war. Ah, okay. Weggehackt hast. Das ist natürlich auch nice, wenn du jetzt den killen willst oder so und der sich sowas baut, baust du einfach das, was das verbindet, haust du einmal weg und dann fällt er runter, oder wie? Ich hab gleich auf jeden Fall. So. GG.